So, meine Friends, das war wieder mal ein Vlog auf meinem Kanal, der unglaublich wichtig war für die Menschheit. Mit dabei war Werner Frankfurt, mein Bruder. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass wir hier mit dir drehen durften. Danke für die Einladung. Danke, dass ihr gekommen seid. Ich küsse dein Herz. Es war unnormal, unnormal geil. Und Freunde, wie ihr sicherlich gesehen habt, auf dem Werner-Kanal hat er mir 3 Fragen gestellt gehabt. So, und jetzt sind wir natürlich dran und stellen ihn auch 3 Fragen hier bei uns. Und ja, ich habe mir 3 Fragen vorbereitet. Werner, hau raus. Also die erste Frage, die mich auch wirklich sehr interessiert ist: Gibt es eine kriminelle Tat oder irgendwas, was in deinem kriminellen Zeitalter, sag ich mal, was du gemacht hast, was du getan hast, was du heute sehr bereust? Also wo du jetzt zurückdenkst und denkst, hätte ich das lieber nicht gemacht? Also was die Straftaten angeht, da bereue ich gar nichts. Weil es war ja nicht so, dass ich ein gewalttätiger Mensch war, dass ich auf die Straße gegangen bin, habe Leute geschlagen oder irgendwas. Das waren ja Straftaten aus dem Rotlichtmilieu halt heraus. Da sind halt Dinge passiert, da wollten wir halt welche ans Bein hinpissen und alles. Aktion, Reaktion. Ja, okay, und da wüsste ich nicht, was ich zu bereuen habe. Also da bereue ich überhaupt nichts. Man muss natürlich sagen, wenn man vielleicht das eine oder andere Mal vielleicht etwas diplomatischer vorgegangen wäre, dann wäre der Schluss, sag ich mal, vielleicht anders verlaufen oder so. Aber dass ich irgendwas bereue, was die Straftaten angeht, also was ich da gemacht habe, also das keinesfalls, da bereue ich gar nichts. Ne? Wie gesagt, das Einzige halt, was ist, hätte man mehr Diplomatie walten lassen, manchmal in gewissen Situationen, wäre vielleicht das eine oder andere anders ausgegangen. Aber gut, man war jung, man war wild. Ne? Man sieht heute alles ein bisschen anders, was das Rotlichtmilieu angeht. Das war natürlich früher natürlich auch sehr strukturiert. Ne? Da waren Regeln, die noch eingehalten werden mussten. Da waren halt Regeln, so hast du dich zu verhalten. Und entweder es war so oder ansonsten warst du weg vom Fenster, ganz einfach. Du konntest in dieser Gemeinschaft mitleben, aber du hast dich natürlich dementsprechend auch an gewisse Regeln halt halten müssen und alles. Ne? Ja. 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 Ja, also das ist, das sogar ist sogar, wenn du schon so sagst, so, weißt du, guck mal, du hattest mir ja die Frage gestellt, Hip-Hop früher, Hip-Hop heute, Beispiel jetzt. Jetzt, und jetzt sagst du zum Beispiel Rotlicht früher, Rotlicht heute. Da hat sich ja auch einiges getan. Naja, und einiges hat sich ja auch geändert. Ne? Gewisse, richtig, richtig. Gewisse Richtlinien, die werden nicht mehr eingehalten. Plötzlich werden so und so gemacht, gewisse Handlungen. Ne? Also wäre jetzt eigentlich eine Ableitung zu einer nächsten guten Frage eigentlich, aber diese Frage habe ich nicht aufgeschrieben. Deswegen behalten wir dieses Thema für einen nächsten Talk mal. Okay. Ne? Sonst wird das Video, glaube ich, viel zu lange gehen. Ja. Aber wie du ja schon sagst, es hat sich sehr viel geändert. Das Milieu, ich habe es jetzt schon 1000 Mal, glaube ich, auch gesagt, es ist mittlerweile weich gespült. Und wie gesagt, da hüpfen mittlerweile halt Gestalten da drin rum und alles. Sehr viele Gestalten hüpfen da drin rum. Also da macht heute einer einen Laden dort auf, einer dort. Da brauchst du gar nichts mehr hinzugehen, weil bevor du da angekommen bist, ist die Polizei da und alles. Ja. Das, was halt übrig geblieben ist, ich habe mich, sag ich mal, noch sehr wohl gefühlt gehabt. Ich habe natürlich da nach wie vor sehr viele Freunde. Ich habe auch sehr viele Freunde, die haben sich auch zurückgezogen. Die sind mittlerweile in Rente oder leben dann halt auch in anderen Ländern und alles. Und das ist gut so, dass es so ist. Und ja, und ansonsten, hey Gott, das ist halt nochmal so. Ne? Manche, ja. Manche Dinge kann man einfach nichts mehr umdrehen. Ne? Die sind halt manche so. Das ist halt eine neue Generation, ist da herangewachsen. Gewisse Prinzipien da draußen, das spielt auch gar keine Rolle mehr und alles. Ja. Man sieht alles ein wenig Ding. Also ich denke mal so in jedem Milieu, ob jetzt Rotlichtmilieu Beispiel, ja, oder Einbrecherszene oder Überfälle, Leute, egal was Kriminalität zu tun hat, in jedem Milieu hat sich sehr vieles drastisch verändert. Richtig. Sehr, sehr vieles. Ne, auch viele alte, sag ich jetzt mal, Regeln, Kodex, Ehrenhaftigkeiten, Sachen. Ne, gibt auch Verbrecher haben eine gewisse Verpflichtung, sag ich mal, ne? Ja, genau. Ne, wie zum Beispiel Omerta, nicht reden und all diese, ja. Du weißt, was ich meine. Vieles ist ja nicht mehr, wie es einmal war. Aber bevor wir abschweifen, um auf die Frage zurückzukommen, die ich dir gestellt hatte, du bereust nichts, weil du im Prinzip
nur das getan hast, was mit deinem Milieu zu tun hatte. So, das heißt, du hast jetzt nicht irgendwelche unschuldigen Leute überfallen oder hast jetzt nicht irgendwelche Leute angemobbt. Richtig. Du hast nur das gemacht in deinem Milieu und die waren auch Leute vom Fach quasi. Das heißt, das sind keine Kinder von Traurigkeit gewesen. Definitiv. Also die Klasspsychologin hat es mal genau auf den Punkt gebracht, es war ein Arbeitsunfall. Es war ein Arbeitsunfall. Ja. Definitiv war ja auch ein Arbeitsunfall, zu der damaligen Zeit auf jeden Fall. Da wurde halt das Leben halt mal kurz gestoppt, ne? Aber es waren Dinge, die gemacht werden mussten. Ja, war früher zumindest so. Man tut, was man tun muss. Ja, man tut, was man tun muss. Ne? Die zweite Frage wäre, was auch sehr interessant sein dürfte, was war eigentlich die schlimmste Situation oder die gefährlichste Situation, in der du dich selber befunden hast? Die gefährlichste. Ja gut, es gab ja schon die eine oder eine brenzlige Situation, wo du sagst, okay, jetzt kann wirklich die Kacke dampfen hier. Naja, es gab natürlich schon die eine oder andere brenzlige Situation, aber an eine kann ich mich ganz gut erinnern, da hatte ich eine Knarre auf mich gerichtet, einmal von links und einmal nach rechts. Und einmal von rechts. Scheiß Gefühl, wa? War scheiß Gefühl, ja. Kenn ich. War scheiß Gefühl, also gut, es war halt damals so, ne? Hast du in dem Moment gedacht, okay, jetzt ist vorbei? Oder hast du gedacht? Nee, ich habe in dem Moment gedacht, ich wollte ja durchziehen, ne? Und in dem Moment habe ich gedacht, wenn ich jetzt durchziehe, ist vorbei, ne? Also da war vorne eine Person, die wäre ich angegangen, aber auch richtig. Wie gesagt, er hatte dann irgendwo Schutz bei irgendwelchen Leuten gesucht. Die haben dann gebracht, weil sie gedacht haben, man soll nur zu einem Gespräch kommen. Aber wie gesagt, das hatte ich in Aussicht gestellt, aber ich wollte ihn natürlich schon richtig massiv angehen. Aber wie gesagt, die haben sich natürlich auch abgesichert. Ne? Ja. Einen gewissen Ruf habe ich natürlich auch da draußen gehabt. Und wie gesagt, und die hatten sich dann sehr gut abgesichert. Und da war für mich klar, wenn ich jetzt durchziehe und da nach vorne marschiere, dann war es das für mich. Ne? Also der glücklichste Fall wäre wahrscheinlich gewesen, wenn sie mal erstmal ins Bein geschossen hätten. Ne? Und dann hätte ich noch entscheiden können, ob ich noch weiter nach vorne gehe oder nicht. Ne? Aber ja, gut, ich habe es nicht gemacht. Gut, das Einzige, was ich natürlich nicht machen konnte, ich war natürlich innerlich, ich habe natürlich gekocht gehabt und alles. Ne? Und habe natürlich dann gleich die nächste Ansage gegeben. Habe ich gesagt, okay, heute noch einmal. Ne? Aber am nächsten Mal bist du fällig. Ne? Und ja, und das hatte die Situation dann nochmal so angeheizt gehabt und alles. Und ja, und kurz darauf hin, deswegen bin ich ja dann auch verurteilt worden und alles. Habe ich den halt natürlich zwischen die Finger halt dann bekommen gehabt. Ne? Und dann hatte ich den natürlich dann, sag ich mal, ja. Hast du mit ihm gesprochen kurz? Also ich habe, sag ich mal, er hat natürlich schon körperlichen Schaden weg gehabt, erstmal im Gesicht. Und dann, wie gesagt, und ein paar Stunden später bin ich dann noch hergegangen und habe aus dem Auto, aus dem Kofferraum den Wagenheber raus und habe natürlich mit dem Wagenheber noch einen Arm gebrochen. Ne? Ja, und dann hatte ich noch ein Ultimatum gestellt, aber dann hat die OK, die hat das alles mitgehört. Am Anfang fanden sie das anscheinend klasse, weil die haben ja nirgendwo irgendwas gestürmt. Kein Eingriff gemacht, keine Gefährdensprache, nichts. Nein, nichts. Sie haben da mitbekommen gehabt, dass der massiv da ins Maul nahe bekommen hat und alles. Hat natürlich auch mitbekommen, dass ich ihn auch mit dem Wagenheber den Arm gebrochen habe und alles. Ja, wie gesagt, dann hat er noch ein Ultimatum und dann waren die der Meinung, da hat der Richter auch nochmal nachgefragt, ja, aber wieso dann erst? Ja, weil dann war man eigentlich der Meinung, er könnte ihn eventuell umbringen. Ne? Ja. Ja, hat die Polizei wieder top Arbeit geleistet, ne? Ja, gut, man muss aber dazu sagen, man muss halt dazu sagen, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte, ich will jetzt auch gar nicht so ausholen, ne? Ich bin dem Haftrichter dann vorgeführt worden und alles, ne? Da ging es dann um gefährliche Körperverletzung, um Geiselnahme und alles, ne? Ich hätte dann noch entführt und alles und ich bin dem Richter da vorgeführt worden und der war ja selber sehr, sehr bekannt, auf dem Gericht und der hat natürlich da, sag ich mal, Betrügereien auch begangen bei Leuten, wo ich Existenz verloren habe, also ganz solide Geschäftsleute und alles. Ne? Und wie gesagt, der Haftrichter, das kann ich mich noch sehr gut erinnern, der hatte dann zu mir gesagt, also ich muss sagen, Sie sind mir gar nicht mal so unsympathisch für das, was Sie hier mit dem gemacht haben, ne? Hat der Haftrichter gesagt. Ne? Aber trotz alledem hat der Haftrichter dann zu mir gesagt, aber trotz alledem, Selbstjustiz ist in Deutschland nicht erlaubt. Ja. Ne? Und deswegen sind Sie jetzt hier. Ne? Also
Wie gesagt, so Milieustraftaten, wir haben es jetzt gerade auch die letzte Frage, was Milieustraftaten wurden natürlich dann schon immer ganz anders mal, also da sage ich mal, da sind Leute... So unter, die haben sich unter sich... Ja, also da konnte, also da könnte, da konnte der körperliche Schaden manchmal noch so groß sein, ne? Aber da haben sich die Richter gesagt, komm, wenn die sich doch gegenseitig die Köpfe einhauen und alles... Ne? Haben wir weniger und du, Arbeit. Ja, und du warst ihnen auch noch ein wenig sympathisch, dass die ja noch bemerkt haben, das ist jetzt nicht unbedingt eine tickende Zeitbombe, was da draußen loslässt, die tun sich da innerhalb vom Milieu halt, dann haben die das immer noch mal ein bisschen anders gesehen gehabt, ja. Und alles. Ne? Ja, aber wie gesagt, natürlich kein gutes Gefühl, von links und rechts eine Knarre hingehalten zu bekommen. Ne? Ja. Also ich kenne das Gefühl, wenn Waffen auf deinen Kopf gerichtet werden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das aber auch wirklich der letzte Abend sein könnte. Ja. Ne, wer jetzt irgendeinen die Finger juckt, aus Versehen, du weißt ja, im Schreck auf einmal... Definitiv, ja, definitiv. Gott sei Dank ist das aber, natürlich nicht aber, passiert. Aber ich meine, das sind da natürlich dann auch so Dinge, wenn ich auch dann, du hast auch schon mitgemacht und wenn du das natürlich dann so, sag ich mal, 20 Jahre später so betrachtest und alles, ne, man hat sich immer für sehr intelligent gehalten, aber ich meine, das Leben zu führen, also ein bisschen was an der Birne musst du ja schon haben, ne, dieses Crime-Leben da zu führen, ne? Definitiv. Ne? 100%. Und ich habe es ja wirklich, also war zumindest bei mir so, ich habe es ja wirklich genossen, dieses Leben, ich habe es ja wirklich gelebt. Ne? Ja, das war ja nicht so einfach nur so ein bisschen... Zeit. Du warst kein Hobby-Gangster. Ja, genau, richtig, ich habe es wirklich gelebt. Kein Bluff, und alles, so ne? Wie die meisten. Und man war sich auch bewusst, dass es ein Gesetzbuch gibt, aber das Gesetzbuch hat überhaupt nicht in der Anklang bei mir gefunden. Das Gesetzbuch war für uns kein Gesetz. Genau, richtig. Ja. Gut, jetzt mit einer Wahl, man ist natürlich älter, man hat natürlich alles überdacht und man sieht das Ganze ein bisschen anders auch. Und definitiv, also mein Leben habe ich, wie gesagt, ich bin 2008 entlassen worden, seitdem her war ich nie mehr vor Gericht gestanden. Ne? Wie sagt man so schön, du hast gelebt. Ich habe gelebt. Und lebst immer noch. Und das gar nicht mal so schlecht. Ne? Jetzt sehr gut. Wie wir erkennen können auf jeden Fall. Ja. Sehr nice. Ja. Und weißt du, was das Schöne an diesem Leben eigentlich noch so ist und alles? Ne? Mir kann keiner irgendwo ankreiden, guck mal hin, mit kriminellen Geldern bezahlt waren, ne? Rolls-Royce, Zuhälter oder irgendwas. Nein, Blödsinn. Das wird alles vom Konto abgebucht. Ja. Legal. Legal. Und das ist doch geil, oder? Das ist doch geil. Das ist natürlich, kannst du mit ruhigem Gewissen schlafen gehen. Definitiv, weiß definitiv. Ich, also bei mir braucht keiner anzuklopfen und zu sagen, Mensch, pass auf, Rolls-Royce und Ding und alles. Nee, das wird ganz normal vom Konto. Gut, es kommen natürlich Zeiten, da wird es natürlich aus dem Schuhkarton mal rausbezahlt. Natürlich. Aber die Zeiten liegen halt mal 25 Jahre, 30 Jahre halt zurück. Na? Ja. Aber definitiv, man kann in dem Gewerbe, wo ich auf jeden Fall sehr, sehr lange tätig war, mittlerweile sehr, sehr gut legal auch noch erfolgreich sein. Ja. Und das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Wenn man ein vernünftiger Geschäftsmann ist, dann kann man auch vernünftige Geschäfte machen und auch langfristig auch vernünftig arbeiten. Das ist halt, ne, das ist die Kunst, wenn man vernünftig und korrekt bleibt. Ne, wenn du eine gewisse, ich sag mal so, wenn du eine gewisse Unkorrektheit in den Tag bringst, überlebst du nicht lange, egal in welchem Milieu. Mhm. Weißt du, dann wenn du die Menschen gegen dich hast, also weil du ein Arschloch bist oder egoistisch bist oder abgehoben bist, ja, definitiv, dann überlebst du nicht lange. Die Leute müssen dich mögen, egal was du machst. Du musst korrekt sein zu den Menschen, weißt du? Definitiv. Also ich kann nur von mir sprechen, die letzten drei Jahrzehnte, ob ich da jemanden, sag ich mal, vor 30 Jahren kennengelernt habe oder vor 25 Jahren kennengelernt habe oder vor 20 Jahren kennengelernt. Ich kann überall, wenn ich hingehe, sind die Türen bei mir auf. Ich habe mich immer korrekt verhalten. Du hast keine verbrannte Erde hinterlassen. Ja, ich habe keine verbrannte Erde hinterlassen und alles. Natürlich habe ich auch so Phasen in meinem Leben drin gehabt, wo ich gedacht habe, es muss ja jeder so denken wie ich. Bin natürlich dann auch aber dementsprechend... Aber genau das ist das Ding. Ja, nicht jeder ist so, wie du es gerne, weißt du? Wie du selber bist. So, und dann ist man natürlich auch belehrt worden, dass nicht jeder dann halt so ist und alles. Dann kommt man halt mit gewissen Enttäuschungen, wird man halt dann konfrontiert und alles. Und gut, das ist ja so, mit Enttäuschungen umzugehen, muss man ja auch lernen. Und durch solche Situationen lernt man es ja dann auch. Ne? 100%. Also ich denke mal, es gibt so viele Situationen im Leben, da sind Leute da draußen damit nie konfrontiert worden. Ich habe sehr viele Situationen durchlebt und alles. Bin überall, sag ich mal, gut damit zurechtgekommen. Habe es dann auch gelernt, wenn es am Anfang auch schwer war und alles. Aber durch solche Situationen darf man ja auch nicht vergessen, wenn Leute immer so wohlbehütet nur aufwachsen und alles und die dann vielleicht
vielleicht irgendwann mal Probleme vor sich haben und alles. Dadurch entsteht ja eigentlich dann immer so eine Sucht, ne? Dass er dann in Drogen oder... Ne? Ja, ja, die sind ja. Überfordert. Ja, ja, die sind dann überfordert. Nicht, ja, 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 es gibt da, was sie tun wollen. Ja, 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 es gibt so ja. Viele ja, Jugendliche, die wachsen groß, haben dann Familie und alles immer wohlbehütet und alles. Und dann irgendwann stürzt irgendwie das Leben da irgendwie zusammen und alles. Und dann hocken sie dort und, ja. Und sagen, wir wissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen, obwohl sie sehr intelligent sind und alles. Ja. Und dadurch passiert es. Das ist ja das, was ich auch immer sage, in diesem Bahnhofsviertel, ne, wo die ganzen Drogensüchtigen da sind und alles. Da sind Leute, wenn du manchmal wüsstest, was für Leute, was für eine Geschichte da hinten dran ist, da langst du dir einen Kopf hin. Ja, also sehr gebildete Leute und alles. Ja, ne? Klar. Also es kann definitiv jeden treffen so. So dass die Psyche von jedem Menschen kann irgendwie gefickt werden so. Mhm. Und dann auf einmal landest du auf der Straße und du denkst immer, da hätte ich von dir niemals gedacht. Mhm. Ich habe selber auch einen sehr guten Freund gehabt, mit dem ich jahrelang unterwegs war. So, und zum Beispiel, der war bei sehr vielen Raubzügen mit mir dabei. Mhm. Und eines Tages... Vor ein paar Jahren hat er zu mir gesagt, ey, ich will aussteigen. Aber ich denke, und damals mein Kopf war, wie, was für aussteigen? Mhm. Wir sind doch nicht Cosa Nostra, was für aussteigen? Mhm. Mach, lass mal weiter, wir machen Geld. Ne? Mhm. Aber der wollte nicht. Aber der hat mich angelogen. Der wollte eine Sache machen, ohne mich. Mhm. Was hat er gemacht? Der hat ein Casino ausgeraubt, wurde erwischt, hat 6 Jahre gekriegt und jetzt ist er auf der Straße und bettelt nach Geld. Er ist komplett, der kam mit dem Urteil nicht klar, er war selber noch nie sonderlich im Gefängnis, also ne, ist ja normalerweise, ich mache keine Geschäfte mit Leuten, die nicht im Gefängnis waren, weil die nicht wissen, wie das, weißt du, die wissen das nicht zu schätzen, so, weißt du, die Leute, die noch nie Ärger hatten, die verpfeifen dich sofort, die wissen nicht, die gehen 2 Tage PG, Digga, dann machen die so ein Beethoven-Stück, weißt du, singen die da vor, aber mit dem bin ich halt aufgewachsen. Mhm. Weißt du, deswegen, der war von Anfang an dabei. Und jetzt ist der so, der war im Knast dann 6 Jahre und hat dann Spice und alles, ich weiß nicht, der ist auch richtig kleben geblieben. Und jetzt, wenn ich ihn sehe, der Arme, ich gebe ihm immer Geld, der erkennt mich manchmal nicht wieder. So, und das kann jeden treffen. Und der war ein Playboy früher, der war cool, der war ein Draufgänger. So, die Psyche kann von jedem Menschen dich irgendwie ficken und da kannst du irgendwo auf der Straße landen. Und deswegen, richtig. Das ist ekelhaft. So, die letzte Frage, Werner. Ja. Dann sind wir, glaube ich, hier fertig. Dann gehen wir schön dick essen. Was ist die beste Erkenntnis nach so vielen Jahren Knast? Die beste Erkenntnis nach so vielen Jahren, Knast? Die beste Erkenntnis? Ja, die beste Erkenntnis ist eigentlich, also für mich persönlich, dass man mit der Diplomatie, ne, sehr, sehr viel lösen kann. Und ich war früher nicht immer unbedingt der, wo diplomatisch alles lösen wollte und alles, ne? Also mit Diplomatie kannst du sehr viel eigentlich aus dem Weg rausräumen, ne? Mhm. Du kannst, es gibt, guck mal, ich würde mich schon dazu zählen, wenn mich jetzt jemand früher irgendwie so angezählt hätte, ne? Oder versucht hätte, mir da was wegzunehmen und alles. Da hatte ich dann sofort überlegt, was für eine Reaktion kriegt der da drauf und alles. Ne? Guck mal, es war jetzt zum Beispiel jetzt vor, ach, das ist glaube ich 4 Wochen her oder so, hatte mir irgendjemand ein Video zugeschickt. Ne? Ich sage jetzt auch keine Namen oder irgendwas. Und da war jemand im Internet, also jemanden, wo ich, ja, wenn es jetzt irgend so, es gibt ja manchmal welche im Internet, das nimmst du ja gar nicht für ernst. Ne? Mhm. So, aber da war es dann so, wo ich mal gedacht habe, so von wo er kommt und alles. Und der geht her und sagt im Internet, er will mal einen Schuh auf den Kopf hauen. und er will mal auch einen Schuh auf den Kopf hauen und alles, ne? Und ich guck mal das Video nochmal an. Und dann denke ich, ich habe mich vielleicht verhört. Ja, nee, sagen wir nach Frankfurt, wenn ich ihn sehe, ich hau einen Schuh auf den Kopf. Okay, also. Früher, ne, muss ich sagen, Auto einsteigen, nein, ne, Ansage, und du weißt ja selber, harte Ansagen rufen ja meistens eine Konfrontation und alles. Ne? So, jetzt bin ich hergegangen, jetzt habe ich jemanden gekannt aus dem Umfeld, ne, von dort, und da habe ich gesagt, du, pass auf,
Der hat ein Video veröffentlicht, der will mal einen Schuh auf den Kopf hauen. Sag ich, hat er zu warm gebadet oder was ist los mit dem Kerl? Sag ich, wenn er mal einen Schuh auf den Kopf hauen, dann soll er doch hier nach Frankfurt runterkommen, da kann er es doch gern machen, habe ich gesagt. Aber was soll denn die Scheiße hier im Internet? Also weißt du, ich hätte ja dann auch im Internet dann los, habe ich ja alles nicht gemacht gehabt und alles, weißt du. Aber dann wurde sofort gesagt, ach um Gottes Willen, der tut mir wirklich leid, der hat da an dem Abend wahrscheinlich zu viel getrunken gehabt und alles. Und weißt du, und habe das erstmal versucht diplomatisch. Auf jeden Fall war es dann so, dann kam auch eine Entschuldigung zurück, tut mir leid, ich habe erstmal gar nicht gewusst, von wem da gesprochen wird gehabt und alles. Und es war eigentlich innerhalb von 10 Minuten war das Thema erledigt, ohne dass irgendjemand einen Kilometer fährt, ne? Oder dass da irgendwelche Leute zusammengetrommelt werden. Du weißt ja manchmal, wie es ist, da, wenn die Partei losläuft, dann mobilisiert sich auch diese Partei und alles. Ja, ne? Und das will ich damit einfach sagen. Es gibt so viele Situationen, oder ich habe so viele Situationen mit einer Wahl erlebt. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch sehr, sehr engen Kontakt seit 20 Jahren auch zu jemandem, oder sagen wir mal seit 2008 einen recht engen Kontakt zu jemandem. Und der hat wirklich mit Diplomatie sehr, sehr schwere Situationen entschärft, ne? Und ich habe mir das dann schon so angeguckt, wie er das so macht und alles. Also Diplomatie ist was ganz Wichtiges bei mir immer, 100%. Bei mir im Leben. Gut, man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, wenn du natürlich jetzt schon lang genug im Leben da drin bist und 3 Jahrzehnte, 1 Million, was immer ist korrekt, dann ist es ja normal für jeden, dass man ja, sag ich mal, Respekt vor so einer Person hat. Aber du siehst ja selber, es gibt ja manchmal welche, die wollen man noch einen Schuh im Kopf hauen. Aber ich will ja nur sagen, wir haben es ja diplomatisch gelöst gehabt und alles. Und ja, alles halt immer, und alles war gut, ne? Es gibt halt immer welche, die aus der Reihe tanzen. Aber es ist doch alles gut. Man versteht sich mittlerweile, wenn man sich demnächst über den Weg läuft, dann kann man auch mal sich hinsetzen und kann man Tee trinken und alles. Yeah. Aber es ist ja eigentlich mit Diplomatie, sage ich mal, ist doch sehr viel. Ist das am Ende des Tages, wenn man irgendwas aus der Weg schafft, ohne dass jemand irgendwo hinfahren muss, irgendwie wirklich explodiert und dass man das vielleicht sogar noch telefonisch irgendwie schnell klären kann, ist doch viel angenehmer als, Am Ende hier. Oder dann zum Beispiel, was ich aus dem Knast dann auch so, wo ich dann selber so mir gewisse Dinge dann so vorgenommen habe, zum Beispiel, wenn jetzt einer um die Ecke herumkommen wird und wird sagt, Werner, pass auf, gib mal 50 Mill, ich gebe da in 2 Wochen, ich gebe da 60 zurück, ich kann da schnelles Geschäft machen oder irgendwas, würde ich definitiv nicht machen. Na? Weil du hast dann wiederum das Problem, weißt du, Herrgott, ich will ja gar nicht hinterfragen, was für Geschäft er damit macht oder irgendwas, aber dann hast du ja wiederum das Problem, wenn er jetzt hergeht und da verrutscht irgendwas und du bekommst dein Geld nicht zurück, dann bist du ja wiederum in Zugzwang. Weißt du, was ich meine? Musst du hinterherlaufen. Ja, genau. Weißt du, und deswegen, das sind so Dinge, würde ich nie mehr machen. Wenn heute jemand zu mir herkommt und sagt, Mensch, pass auf, mir geht's nicht, oder irgendein Mitarbeiter, kann ich 500 Euro oder irgendwas, das sind Summen, wenn ich die nicht zurückbekomme, dann mache ich einen Haken hinten dran. Das ist ja eine Charakterfrage, das Geld zurückzuzahlen und alles. Natürlich. Ja, und da gibt's natürlich schon das eine oder das andere, wo ich nach einem Knast mal natürlich schon so zurechtgelegt habe und alles, ne? Ja, finde ich gut. Ja. Sehe ich genauso. Also was das Diplomatische angeht und dieses Geschäftding mit Geld, bin ich auch 100% deiner Meinung, werde ich auch nicht mehr machen. Ich habe auch 1-2 Patienten gehabt, hier 30.000 Leihen, 20.000 Leihen, 10.000 Leihen, ein Jahr, 2 Jahre warte. Du musst dein Geld immer hinterherlaufen. Es gibt niemanden, der zu dir sagt, ey, yo, ich schulde dir nur 30.000. Weißt du, ich komme morgen zu dir. Und du denkst, oh, ja, ich bin zu Hause, komm. Ja. Wird nicht passieren. Also, deswegen. Also mir ist es auch schon passiert, dass ich in meinem Leben schon Geld für das eine oder andere mal von jemandem geliehen habe. Das ist ja nicht immer alles Sonnenschein oder man will geschäftlich irgendwo expandieren und sagt, okay, pass auf, das packe ich jetzt nicht finanziell alleine oder irgendwas. Habe ich auch schon gemacht, aber ich muss halt dazu sagen, da wo ich es halt gemacht habe, bin ich immer wieder hingegangen. Ich habe nie einen Anruf bekommen. Das, was ich gesagt habe, so hat er es auch zurückbekommen. Ne? Ja. Also das gibt schon noch, ne, Leute. Aber wie gesagt, ich will nicht anfangen, die Leute zu suchen. Ne? Ne? Weil wie gesagt, so wie ich ticke oder denke, heißt nicht, dass immer alle so ticken und denken. Ja, genau. Ich habe mal eine Zeit gehabt, da habe ich gedacht, Mensch, im Milieu muss doch alles so sein und da muss das sein und die Regeln sind. Ich kenne diese Gedanken. Ich habe diese Gedanken auch manchmal, aber dann wirst du eines Besseren belehrt. Ja, genau, richtig. Und irgendwann bist du an einem Punkt mal angelangt, hast du ein gewisses Alter erreicht und dann sagst du, ich bin es einfach satt, ich will keine Enttäuschung mehr erleben, weil Enttäuschung tust du ja nicht einfach links liegen lassen, weil sonst wärst du ja gefühlsloser Mensch, weißt du? Ja, aber gut, es ist so. Mein Lieber, also ich sag dir ehrlich, es war wieder ein sehr, sehr entspannter Talk. Sehr, sehr gute Einblicke wieder.
von dir gehabt, Werner. Und für die Leute, die sich fragen, warum ich hier jetzt mit dem Handtuch die ganze Zeit sitze, Freunde, wir sind hier in der fetten Villa von meinem Brudi Werner, der uns hier korrekterweise eingeladen hat. Und es ist ein sehr krasses Haus. Wir waren natürlich auch schwimmen, wir waren hier direkt am Wasser. Und bevor ich krank werde, habe ich natürlich mit dem Handtuch drüber geworfen. Ja, das so viel zu dem Thema Handtuch. kommen wir zu diesem YouTuber-Scheiß. Abonniert den Kanal, kommentiert. Check den Kanal von meinem Bruder Werner ab. Dort haben wir natürlich auch Videos rausgehauen. Und es werden natürlich auch in Zukunft hier und da wieder Videos erscheinen. Ich küsse euer Herz. Danke für den krassen Support. Danke für eure ganze Liebe. Danke für die ganzen Nachrichten auf Instagram. Werner, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich hoffe, dein Herz. Ich hoffe mal, dass unser nächstes Video aus Marbella ausgestrahlt wird. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich. Hat mich gefreut, dass du mich da auch warst. Ne? Freunde, und jetzt gehen wir essen. Ciao.